Schönen guten Tag, meine Lieben. Heute möchte ich eine Frage beantworten. Ich knie hier in dem, Gras drin. Naja, egal, ist aber gemütlich, ist schön moosig. Also heutzutage ist das eher selten. Ich habe das vor allen Dingen, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin und mir ein anderer mit Hund entgegenkommt, dass ich schon mal die Richtung wechsle. Wenn ich alleine unterwegs bin, ist das eigentlich ganz selten. Aber mit Hund kann schon mal sein, ja, dass ich wirklich Tage erlebe, auch hintereinander, wo meine Angst so groß ist, dass ich riesen Umwege gehe, um anderen nicht entgegengehen zu müssen. Also das ist dann auch schon ein bisschen Panik und ich hasse diese Tage, weil einfach man kommt sich klein vor. Ich merke das dann, wie ich Angst habe und am liebsten würde ich gleich nach Hause gehen. Und schon vorher, ich merke das dann morgen schon, da mache ich mir Gedanken, welche Wege ich gehen könnte, wo wenig Menschen sind, wie ich dann schnell nach Hause komme, mache ich mir Gedanken, wer mir entgegenkommen könnte, wenn ich da und da entlang gehe. Also gibt es immer noch, aber ist im Gegensatz zu früher, hat sich das ja gebessert. Ich war ja eine Zeit auf der Straße und aufgrund meiner Ängste auch, weil ich habe nichts hinbekommen. Ich konnte mich anderen nicht offenbaren, ich konnte nicht sagen, ich brauche Hilfe oder mich um irgendwas kümmern. Und ich habe das versucht, halt durch Alkohol zu verdrängen und ich bin morgens aufgestanden, habe mich besoffen, hatte dann einen Rausch, bin einfach irgendwo eingeschlafen, ja, da wo ich gerade war, weil ich zu besoffen war, weiterzugehen. Manchmal kam auch vor, habe ich auf einer Bank getrunken und dann merkst du halt immer, oh, gleich kannst du nicht mehr gehen, irgendwo in so einen Buschel rein, ja, nebendran liefen Leute, die haben nichts mitbekommen, so Sachen dann. Und wenn der Rausch vorbei ist, gleich wieder in den Laden und wieder getrunken. Und da gab es dann halt auch viele Momente, die meine soziale Phobie, glaube ich, gefördert haben. Zum Beispiel, es war so kalt, dass ich mich mal entschieden habe, in so einem Hochhaus zu schlafen, unten im Keller. Ich wollte niemandem was klauen oder so, mir war einfach kalt, ich wollte schlafen. Und dann kam morgens jemand und der hat mich wirklich übelst beleidigt, die übelsten Beleidigungen mir gegenüber gebracht. Das sind dann Momente, wo du einfach so dir wertlos vorkommst, ne? Das würde er nie machen, würde ich schick angezogen sein, hätte das niemals sich gewagt, mit mir so zu reden. Aber der wusste, ich habe nichts, ich bin nichts, mit dem kann man es machen. Und so Momente gab es dann hin und wieder mal. Oder auch, ich war so besoffen, schläfst du einfach, kannst du nicht mehr gehen, und schläfst vor dem Einkaufsladen ein. Also du liegst da bewusstlos sozusagen, du kommst nicht weg, weil du so zu besoffen bist, einfach wegzugehen. Und dann merkst du so, dass die Leute alle an dir vorbeigehen und das gar keinen juckt, ja, dass du da liegst. Sehr selten, dass jemand kommt. Und diese Leute kann ich eigentlich an der Hand abzählen, die mal nachgefragt haben. Und die haben mich motiviert. Ja, das hat mir immer Kraft gegeben. Dann dachte ich, boah, wie nett war denn der Mensch? Wie schön ist die Geste überhaupt? Aber meistens konntest du liegen, da hättest du auch verrecken können. Das hätte gar keinen interessiert. Kann man sich so gar nicht vorstellen. Würde man sich gar nicht vorstellen, wenn jemand so vorm Laden liegt, dass die Leute einfach alle vorbeigehen und... Ja, wie so ein Dreckshaufen liegst du da. Und diese Momente haben halt, glaube ich, auch dazu geführt. Momente mit anderen Menschen hatten da immer irgendwie, haben Probleme gebracht, ja. War ich auf dem Friedhof, ich war da schon bekannt bei der Polizei, so, dann kommt irgendwann die Polizei, was machen sie auf dem Friedhof? Ja, ich sitze hier nur, ja. Ich sitze hier nur, will mich entspannen, dachte, hier sind wenig Leute, hier ist wenig los, störe ich niemanden, nee, kommt die Polizei. Dann sitzt du woanders, also... Ständig kommt die Polizei und will irgendwas von dir. Und irgendwann sind deine Sachen ja auch nicht mehr die neuesten so. Dann hast du Löcher in der Hose, weil du irgendeinen Scheiß gemacht hast. Gehst du auf den Bahnhof, am Bahnhof abends, weil es da wärmer ist in dem Ding drin. Und dann kommt die Polizei so, ja, zeig mir dein Portemonnaie, ob du viel Geld dabei hast, Dealer. Zieh mal deine Sachen aus, bis auf die Unterhose, ja. Wirst du durchsucht. So. Da war die Erfahrung, der Kontakt mit anderen Menschen ist einfach nicht gut. Das bringt dir nur Probleme. Dadurch, dass ich halt immer auch betrunken war, da lernt man ja auch keine Leute kennen, die nicht betrunken sind. Also die halten ja eher Abstand von einem. Das will ja kein Mensch irgendwie mit so einem Betrunkenen diskutieren, reden oder irgendwas gemeinsam machen. Und so habe ich dann wirklich auch die Leute nur kennengelernt, die auch so viel getrunken haben oder sich noch andere Sachen reingezogen haben. Und mit denen macht man dann auch Blödsinn. Ja, da habe ich einen auf dem Bahnhof getroffen und der hatte einen internationalen Haftbefehl. Hat irgendeine Scheiße gebaut, Körperverletzung, keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Und ich hatte dann Hunger und er auch. Dann sind wir zu Ikea, da konnte man essen, haben wir gegessen und nicht bezahlt. So,
Danach sind wir raus, habe ich wieder getrunken, das habe ich da auch entwendet. Waren wir so besoffen, sind wir auf dem Parkplatz von Ikea eingeschlafen. Wir sind in so Kartons reingegangen. Ja, dann sind wir in so Kartons, ja, da waren so riesige Kartons von irgendwelchen Möbeln, da sind wir rein und haben geschlafen. Es war ja kalt. Ja, und dann sind wir wieder aufgewacht. Nochmal zu dem Ikea, war dumm, ja, sonst wären wir nie erwischt worden. Und auf einmal kommen die ganzen Mitarbeiter um uns rum und sagen, jetzt rufen wir die Polizei, sie haben da gegessen und nicht bezahlt. Und ja, das war auch einfach ein scheiß Moment, weil der irgendwie gesucht worden ist. International habe ich auch Handschellen anbekommen. Die dachten, ich gehöre genauso dazu. Ja, waren Untersuchungshaft. Oh, ich hatte wirklich keinen Bock mehr zu leben. Da bin ich aus Untersuchungshaft rausgekommen. Ja, was im Erste, was du machst? Trinken. Gucken, wie du dich besaufen kannst. Das war der Tagesablauf. Das war einfach nicht schön. Ja. Also da habe ich wirklich sehr viele Sachen erlebt, wo ich heute denke, Beispiel war auch mal sowas wie eine Bauruine. Das war noch intakt irgendwie, aber es war voll vergammelt, das Haus. Und unten war die Türe auf. Also das war auch so wie ein Mietshaus. Da gab es ganz viele, die da wohnen konnten, aber die waren alle schon weg. Ich weiß nicht warum. Und dann war unten die Tür auf, bin ich da rein. Und das war so ein Katzenparadies, ja, von streunenden Katzen. Die waren alle im Wohnzimmer auf so einer Couch und lagen da. Dachte ich, nee, da lege ich mich auf gar keinen Fall hin, ja. Weil es ist mir ein bisschen mulmig, so mit so vielen Katzen. Nachher fressen die mich auf. Und dann war da eine Badtüre, habe ich aufgemacht. Und das war so wunderschön. Das ganze Bad war noch da, ja, eine Badewanne war da. Und ich hatte so kurz das Gefühl, wow, das ist ja wie damals, wo du ein Zuhause hattest. Und hat dann Mini-Feuer gemacht. Ich weiß, das ist dumm. Wie gesagt, ich war immer besoffen. Man denkt nicht viel nach. Ich habe mich in die Badewanne gelegt und das war immer so. Wenn du draußen die ganze Zeit bist und es so kalt ist und du kommst irgendwo rein, wo es ein bisschen warm ist, dann wirst du gleich müde und schläfst ein. Ich bin dann eingeschlafen und zum Glück aufgewacht irgendwann durch das Feuer. Ich habe es dann gelöscht, ist nichts passiert. Aber diese Momente halt sind einfach gefährlich gewesen, ne? Oder bei McDonald's, habe ich euch schon mal erzählt, auf Toilette eingeschlafen. Ja, war so schön warm, in der Sparkasse eingeschlafen, war so schön warm. Ja, und bei McDonald's, das war eine Sache, die hat mir immer auch Mut gemacht. Das klingt jetzt doof. Früher war das so, dass man bei McDonald's immer, wenn man sich ein Getränk gekauft hat und so einen Becher hatte, konnte man so viel trinken, wie man wollte. Und ich habe einfach einen Becher gefunden, den habe ich genommen, bin immer rein und habe Cola getrunken. Und das war ein geiles Gefühl, weil überhaupt mit Cola verbinde ich mehr. Ja, ich weiß, es ist nur ein Getränk, aber bei meiner Mama war es immer so Weihnachten und so. Oder wenn es uns gut ging, gab es immer Cola. Und da hatte ich auch Cola und das war einfach ein schönes Gefühl. Ich liebe Cola irgendwie. Ja, ich mag es voll und das erinnert mich immer eigentlich an schöne Zeiten. Da ja auch, war eigentlich scheiße drumherum, aber die Cola war schon genial da zu schlürfen. Da waren meine Ängste halt sehr extrem und ich bin den Menschen aus dem Weg gegangen, einfach weil es immer Konfliktpotenzial hatte. Auch mit denen, die halt getrunken waren, Drogen genommen haben. Ja, manche waren unberechenbar. Ich saß mit einem in der Bahn. Der schlägt mir einfach eine, so ohne Begründung, ohne irgendwas. Der hat da irgendwas in seinem Kopf, war kaputt. Oder schläfst du neben so Leuten, ja, die ziehen dich ab. Also da war auch die Erfahrung so, dass alles, was du mit Menschen machst, irgendwo ein bisschen gefährlich ist. Oder Probleme birgt, ja, Untersuchungshaft, bei der Polizei da vorbeischnallen, mit der Polizei irgendwie mit Handschellen weg und so. Wegfahren, alles Situationen, die willst du ja nicht. Ja? Du willst alleine sein, deine Ruhe haben. Deswegen ist das heute bei mir so, dass ich absolut keinen Bock mehr habe, der sozialen Phobie so eine große Tür zu öffnen. Und ich versuche eher motiviert wirklich dran zu gehen, weil ich ja selbst erlebt habe, in was für eine krasse Richtung das gehen kann, wenn man dann gar nichts mehr hinbekommt. Und das soll auch jedem eine Warnung sein, mit Alkohol könnt ihr die soziale Phobie nicht besiegen, das ist unmöglich. Ihr werdet euch in einer ähnlichen Lage dann irgendwann vorfinden wie ich, weil die Ängste einfach steigen werden, weil das Verlangen nach Alkohol steigen wird. Ja? Ihr regelt Sachen nicht, könnt keine Hilfe in Anspruch nehmen, dann findet ihr euch auch da wieder. Und da möchte ich wirklich warnen, da läufst du rum und du wirst verrückt. Du hast kein Zuhause, du wirst verrückt. Du weißt gar nicht, wo sollst du denn hingehen, ja? Du stehst auf, du weißt gar nicht, was sollst du machen. Du hast gar kein Ziel, du hast nichts. Ja, saufen. Saufen, saufen, saufen immer.
der Kontakt mit anderen Menschen hat eigentlich immer nur Probleme gebracht. Wenn ich Hunger hatte, bin ich in den Laden, habe ich mal so Muffins gegessen, da aus so einer Theke raus. Ja, ich wollte nicht das Großartiges klauen, also für einen kleinen Preis was essen. Konnte ich mir aber nicht kaufen. Irgendjemand hat es den Kassierern gesagt, ja, bin aufgefallen. Und dann stellen die sich davor und bauschen sich auf, wenn du den Laden verlassen willst, als würdest du gleich Waffen ziehen. Und ja, natürlich ist es gut, ja, klauen darf man nicht. Ich habe für alles meine Strafen bekommen, aber in der Situation, wo du der bist, der halt nichts hat, ist ja trotzdem kein positiver Treffen mit anderen Leuten, sondern eher Scheiße. Jetzt gibt es wieder Ärger, Polizei und so. Und das waren die Momente. Und ihr wisst ja, schaut mal her, ich muss euch was zeigen. Ich habe wirklich viel Scheiße erlebt. Ich war ja mal mit einer Muslimin zusammen und die Eltern wollten uns umbringen, ja. Und seit der Zeit habe ich eigentlich immer Pfefferspray dabei. Ich habe es euch schon mal gesagt, das habe ich immer dabei. Und das habe ich auch immer dabei, wenn ich die Polizei getroffen hatte. Also ich hatte es auch damals auf der Straße dabei. Das gibt mir irgendwie Sicherheit, ja, mit diesen ganzen Halunken da. Und die Polizei dann immer, machen Sie mal die Taschen leer von ein bisschen weiter Entfernung. Weil die wussten ja manchmal gar nicht, wer ich bin. Und dann haben die das Pfefferspray gesehen. Und dann hat sich das immer chaotisch ein bisschen entwickelt. Ja, so ziehen die halber die Waffen da raus und jetzt ganz langsam. Ich meine, ihr kennt mich mittlerweile. Ich bin nicht gefährlich oder so. Aber das war auch Momente, ey. Ich versuche halt so mit meiner sozialen Phobie, mit allem, was ich erlebt habe, umzugehen, wie es mir passt, nicht mehr wie Psychologen sagen. Früher die Psychologen haben gesagt, die Welt ist nicht nur schwarz-weiß. Ich habe euch letztes Mal erzählt, das von meinem Vater, für mich war das einfach nur schwarz. Ja? Ist egal, wenn irgendwo auf der Welt dann welche Lumba getanzt haben, meine Welt war schwarz. Da kannst du mir erzählen, was du willst. So. Und das habe ich schon als Kind irgendwie gemerkt, dass ich diesen Film, diesen Glauben, was die da glauben, die Welt ist schön und bunt, den vertrete ich nicht. Ja, ich könnte euch da noch so viele Storys erzählen, die ich erlebt habe. Ich glaube, ich hatte richtiges Glück. Auch, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Denn da war nicht mehr viel Platz. Ja, ich war nur noch besoffen, lag irgendwo besoffen rum. Ich habe die Kontrolle komplett verloren gehabt über mein Leben. Die ganzen Polizeikontakte, wo ich auch vor Gericht musste. Also, das wäre entweder so geendet, dass ich ein richtig krasser Alkoholiker geworden wäre. Oder im Gefängnis gelandet wäre. Da gab es eigentlich nicht viel dazwischen, ja. Weiß nicht, also. Ja. Meine Lieben, das war's dann wieder von mir. Bitte bleibt motiviert und bleibt dran, bleibt stark. Ich wünsche euch nur das Beste. Bis dahin, Sebastian, adieu.